Abend, Herr Geis. Eine unglaubliche Geschichte. Guten Abend. Was ist Ihnen da passiert? Wie konnte es sein, dass Sie mal im Knast landen? Ja, da ist das passiert, was normalerweise keinem passieren sollte. Wir kommen aus der Dominikanischen Republik, fliegen nichts erwartend nach Spanien, kommen von Dreharbeiten und landen am Ende des Tages im Knast. Am Ende habe ich gedacht, wie ich da morgens früh um 11.30 Uhr gelandet bin in Madrid. Jetzt kommt der VIP-Service, der mich abholt. Es war tatsächlich ein VIP-Service, nur der ganz anderen Klasse, wie man das hier auf dem Bild ganz schön sehen kann. Das heißt also, der VIP-Service, der ging direkt mal mit Blaulicht in Terminal 4. Ja, und da ging es dann weiter. Ja, First Class war die Abführung nicht und sie war sie auch nicht in der UAF. Erzählen Sie uns einmal, wie das war. Wir haben gehört, mit 30 Leuten auf einer kleinen Zelle, das ist für Sie ungewohnt. Normalerweise sind Sie ja King-Size-Betten gewohnt, mit denen Sie mit Ihrer Maxima, mit Ihrer Ehefrau liegen. Genau.